Da ist es wieder. Dieses unnachahmlich heisere, herrlich schmutzige 5-Zylinder-Rockkonzert. Audi erhört die Fans mit Benzin im Blut und beschert dem 5-Zylinder-Turbo im neuen TT RS ein sensationelles Comeback. Der RS geht als Coupé und Cabrio auf Tour. Beiden gemeinsam markante Schürzen mit gewaltigen Lufteinlässen, mindestens 18 Zoll große Gussräder. Und ein kaum zu übersehender Heckflügel. Typisch RS, zwei armdicke Ovalendrohre schreien den Sound heraus. Der Rennsport liegt beim TT RS in den Genen. 1980 ist die Geburtsstunde des legendären Urquattro. 2,1 Liter 5-Zylinder Turbo, Allrad 200 PS. Fachwelt und Fans liegen ihm zu Füßen. Gewaltiger Schub gepaart mit beeindruckender Traktion. Dennoch ist der Urquattro alltagstauglich wie ein Golf. Zahlreiche Rallye-Erfolge bescheren ihm schnell Kultstatus. '84 erscheint der Sport Quattro. Eigentlich als reine Rallye-Maschine aufgebaut, ist ein Homologationsmodell für den Serienmarkt Vorschrift. So entstehen 220 Exemplare für die Straße. 306 PS sorgen damals für eine Beschleunigung von 4,9 Sekunden auf 100. Walter Röhrl schreibt 1987 mit der letzten Ausbaustufe des Sport Quattro Motorsportgeschichte. Der S1 Pikes Peak leistet 598 PS und katapultiert Röhrl beim legendären Bergrennen am Pikes Peak in Colorado zum Sieg. Mit 10 Minuten 47 ist er der Erste, der den Berg in unter 11 Minuten bezwingt. Bis heute hat kein Fahrzeug mit Frontmotor diese Fahrzeit unterboten. Der Sport Quattro kostet 1984 exorbitante 195.000 D-Mark. Heute werden für einen guten Gebrauchten bis zu 150.000 Euro bezahlt. 1994 erscheint in Zusammenarbeit mit Porsche der Audi RS2. Sein 2,2 Liter 5-Zylinder-Turbo leistet knackige 315 PS. Viele Details wie Felgen, Lufteinlässe und das Leuchtenband am Heck sind an den Porsche 911 angelehnt. Er ist der vorerst letzte Audi mit leistungsstarkem 5-Zylinder-Turbomotor und Allradantrieb. Bis heute. Der neue TT RS haut mit einem 2,5 Liter 5-Zylinder TFSI-Motor gewaltig auf den Putz. 340 PS und 450 Newtonmeter. Da geht was. 4,6 Sekunden auf 100 und auf Wunsch 280 km/h Spitze adeln ihn zum Porsche-Killer. Dabei soll er laut Audi nicht wie ein Rockstar saufen, sondern eher wie ein Chorknabe schlürfen. 9,2 Liter auf 100 Kilometer. Wer's glaubt, wird selig. Egal. Wir erfreuen uns lieber am knackig gestuften Sechsgang-Schaltgetriebe und am fein abgestimmten Fahrwerk. 10 mm tiefer, Federn und Dämpfer mit strafferer Auslegung. Im Sportmodus wird die Straße für den RS zur großen Bühne. Seine Performance absolut rennstreckentauglich. Starallüren leider beim Preis. 55.800 Euro ruft Audi fürs Coupé mindestens auf. Für den Roadster sind sogar 58.650 Euro fällig. Und die Aufpreisliste ist Audi-typisch lang. Dennoch, der TT RS hat das Zeug ganz oben mitzufahren. Und der Sound ist jetzt schon hitverdächtig.